Die Spannung beim Wetter ist zum Bersten, vor allen Dingen was die Tage kurz vor Weihnachten angeht und dann am langen Weihnachtswochenende. Da ist immer noch alles möglich und es mehren sich die Anzeichen auf Schnee kurz vor Weihnachten und zu Weihnachten. Warum das so ist und welche Parameter, warum, wie stattfinden und welche Rädchen ineinander greifen müssen, das haben wir gestern im zweiten Video ausführlich besprochen. Wir werden hier nur ganz kurz die aktuellen Trends anschneiden. Grüße Sie und grüße euch. Ja, wohin führt denn der Weg? Wir gehen mal ganz kurz nach oben und schauen uns die aktuelle Entwicklung des Polarwirbels an für Ende Dezember. Also das ist schon nach Weihnachten in 32 Kilometer Höhe. Da sind die Fragmente des Polarwirbels zusammengequetscht und die liegen über Nordrussland und Nordeuropa. Hier haben wir den Nordpol, hier haben wir Mitteleuropa. Und die Strömung mit dem Tief, alles wohlgemerkt, in 32 Kilometer Höhe, läuft so, dass wir letztendlich in eine Nord- bis Nordwestströmung kommen würden. Und jetzt ist die Frage, wird das an die unteren Stockwerke weitergegeben? Gehen wir ein Stockwerk weiter runter, und zwar in 19 Kilometer Höhe, da haben wir auch hier das Tief liegen und im Prinzip dieselbe Lage. Wenn wir aber die Temperatur anschauen in der Höhe, dann kann man sich nur denken, wow. Also eine solche Karte sieht man äußerst selten. Der gesamte nordamerikanische Kontinent und der Pazifik ist auf 19 Kilometer Höhe erwärmt. Da hat eine Stratosphärenerwärmung stattgefunden in den niedrigen Schichten. Und auf der anderen Seite bei uns ist die kalte Seite und da käme die Strömung dann so. Und da haben wir in den letzten Jahren mal drüber gesprochen, das wäre dann der Polarexpress. Wenn das so kommt und vor allen Dingen so an die unteren Stockwerke weitergegeben wird, dann haben wir noch eine ganze Menge Spannung in diesem Jahr und zum Jahreswechsel und zum Start natürlich dann auch in den Januar 2024. Schauen wir mal die aktuellen Berechnungen des europäischen ECMWF-Modells an für Tag 10. Das wäre in dem Fall der 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten. Da haben wir hier ein ganz tiefes Geopotenzial in 5,5 Kilometer Höhe mit einem Bodentief genau übereinander liegen. Eine äußerst stabile Wetterlage und wir kämen in den Einflussbereich mit sehr viel Wind, mit kalter Luft. Und das amerikanische GFS-Modell macht das im Prinzip genauso mit dem 12er-Lauf von gestern Abend. Das heißt, auch hier die Ausbuchtung der Arktikluft in allen Luftschichten Richtung Europa, hochreichende Kaltluft. Und der 18er-Lauf, der Nachtlauf, der hat das so ein bisschen weiter nach Norden verschoben. Eine ganz starke Isobarendrängung, aber auch hier lungert die Kaltluft, die dann nach Süden durchbrechen wird und vor allen Dingen will. Und da ist eine ganze Menge Musik drin. Wenn es schneit zu Weihnachten, dann wird das nicht dieser fluffige Frau Holle-Schnee, der so lautlos dahin rieselt und die Schneeflocken fallen wie Federn, sondern da ist Action drin, da gibt es Graupelgewitter, da sieht man mal die Hand vor Augen nicht, der Schnee oder Graupel, alles was darunter kommt, kommt dann waagerecht daher, wenn das so kommt. Schauen wir noch ganz kurz auf das Mittel der Berechnungen und das sieht es ganz genauso. Das Bodentief, das Höhentief, alles nördlich von uns und wir kommen in den Einflussbereich. Was die Kipperei angeht, nochmal, da verweise ich auf das zweite Video von gestern. Das ist in diesen Tagen ein bisschen zeitlos. Das amerikanische GFS-Modell haut für den Norden Deutschland folgendes Ensemble raus. Da geht es erstmal mit den Temperaturen in 1500 Meter Höhe deutlich nach oben. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren, also das berühmt-berüchtigte Klimamittel. Und die weiße Linie ist das Mittel aller Einzelberechnungen, die wir hier in Bund finden. Es ist sehr schräg, dass trotz dieser relativ unsicheren Lage die Bündelung recht eng ist. Das heißt, die Wetterlage wird wohl so kommen. Das zeigt sich auch hier bei den Niederschlagssignalen, die allesamt hochgehen. Und dann gibt es hier zum Beispiel, das ist kurz vor Weihnachten und zu Weihnachten, ein Bündel, ein Cluster von sehr vielen kalten Läufen, die selbst im Norden Deutschlands bei unter minus 5 Grad wären, zusammen mit Niederschlägen. Das wäre schlicht einfach und ergreifend Schnee. Das europäische ECMWF-Modell macht es exakt genauso. Die Wetterlage scheint sich so einzupendeln. Und wenn wir in den Süden Deutschlands gehen, dann haben wir auch hier den Wärmeberg. Der wird sich aber hier nicht so ausbreiten oder bemerkbar machen, außer in den Alpen, in den Hochlagen mit Sonnenschein. In den Niederungen ist es eher kalt. Und dann sehen wir auch hier kurz vor Weihnachten und zu Weihnachten einen Cluster an sehr kalten Läufen. Die werden dann hochwinterlich mit Schnee und andere sind ein bisschen milder. Aber alles findet durchschnittlich bzw. leicht unterdurchschnittlich statt mit eben Niederschlagssignalen. Das ist
ist das Thema. Spannung bis zum Schluss. Und das europäische ECMWF-Modell macht Spannung bis zum Schluss. Ein weiteres Thema ist und bleibt auch der Wind. Jetzt ist mal der Wind wieder ein bisschen nach oben gerechnet, dann wird er nach unten gerechnet. Aber das ist zum Beispiel die windigste Karte in Anführungszeichen der nächsten 10 Tage. Das wäre einen Tag vor Weihnachten am 23. Dezember, ist glaube ich der Samstag, um 13 Uhr mittags mit Spitzenböen ab den Mittelgebirgen nordwärts von über 90 Kilometer pro Stunde, auf der freien See mehr als 120. Wenn das so kommen würde, dann würde es Bäume reihenweise umhauen, ein richtiges Sturmfeld, das uns überqueren würde. Und dann haben wir noch das Thema Hochwasser. Das sieht nicht mehr so schlimm aus. Das europäische ECMWF-Modell ist mit seiner Austrogung da deutlich niederschlagsreicher, würde im Norden um die 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter bringen. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen gäbe es dann weiter Hochwasser. Es dauert ja auch, bis das Wasser abfließt. Der Boden kann sowieso nichts aufnehmen. Sonst ist es einigermaßen gemäßigt. Das amerikanische GFS-Modell macht nicht ganz so viel Regen. Das hat ja auch alles ein bisschen weiter nach Norden verschoben. Aber nach Weihnachten, wenn diese ganzen Niederschläge kommen sollen, wie wir es eben in den Ensembles gesehen haben, dann haben wir eine ganze Menge Niederschlag, und zwar deutschlandweit 50 bis 100 Liter auf den Quadratmeter, in den Bergen und an den Bergen noch viel, viel mehr. Das würde aber hier als Schnee runterkommen. Das ist beispielsweise die Karte der Schneehöhe für den 29. Dezember. Die Alpen werden zugeballert mit Schnee, Vogesen, Schwarzwald, die östlichen Mittelgebirge, aber auch Teile des Flachlandes bekämen danach Schnee. Und viele Läufe sehen letztendlich so aus. Nochmal, das wird spannend bis Ende des Jahres. Atmen wir mal durch und schauen uns den Niederschlag von gestern an. 3,5 Liter hat es gegeben, vor allen Dingen wieder rund um den Schwarzwald sehr viel. Das fließt ja alles in den Rhein. Auch im Nordwesten und im äußersten Nordosten gab es vermehrt Niederschläge. Die Sonne hat sich nach wie vor rar gemacht. Die Tiefstwerte -2 Grad im oberen Erzgebirge, 7 Grad im Westen. Die Höchstwerte 3 Grad im Nordosten. Im Laufe des Tages ging es noch weiter runter mit den Temperaturen. Und 12 Grad im Westen. Das ist die Wetterlage, die uns jetzt bevorsteht. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Das krebst so langsam rum und wir haben einen ganz schwachen Trog. Da kommt dann so mäßig kalte Luft herangezogen. Die wird sich nicht richtig durchsetzen können mit Schneefällen, sondern das ist eher so ein Gesiffe. Das ganze Nordsee-Gesiff kommt reingezogen mit tiefen Wolken, noch ein bisschen Nieselregen und nassem Schnee. Und dann wölbt sich dieses gigantische Hoch auf, bevor dieses Tief kommt. Schaut euch mal diese Farben an. Die sind eigentlich für den Hochsommer gedacht. Hier in 5,5 Kilometer Höhe sehr hoch. Hohes Geopotenzial und das Bodenhoch dazu. Das müssen wir uns vorstellen als einen riesigen Berg und das hier als ein ganz, ganz, ganz tiefes Tal. Und da kullern wir sozusagen hin und her. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe nahe 10 Grad. Wird sich bis zum Boden nicht durchsetzen, aber in den Alpen, da gibt es ein Wintersportwetter. Vor allen Dingen in der Schweiz und im Westen Österreichs wird das am Wochenende ein absoluter Traum werden. Da ist der Himmel so blau wie da hinten die Farben. Also ganz, ganz, ganz tief. Tiefes Blau, dass man meint, man könnte die Sterne sehen unter diesem Geopotenzial. Und dann gehen wir weiter, dann flutscht dieses Hoch nach Westen und die Austrogung beginnt. Und hier haben wir die Isobaren ganz eng gedrückt. Das sind die liniengleichen Luftdrucks und je enger die liegen, desto größer ist der Luftmassenaustausch oder Luftdruckaustausch in Form von Wind. Und ein Luftmassenaustausch findet auch statt. Hier haben wir minus 35, minus 30, minus 25, ganz eng in 5,5 Kilometer Höhe. Da sind dann Graupelgewitter dabei und die Temperaturen in 1500 Meter Höhe gehen auch zurück. Also, das wird spannend. Der heutige Tag bringt in der Südosthälfte weiter Regen, Schneeregen und oberhalb von 600 bis 1000 Meter Höhe Schnee. Die Sonne zeigt sich am ehesten auf der Alpen-Südseite und auch im Norden. Da kann sie mal ganz kurz rauskommen. Der große Wurf wird es nicht werden. Der Wind kommt aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen, im äußersten Norden aus Nord bis Nordost und auf der Nordsee auf südwestlich, aus südwestlichen Richtungen. 1 Grad sind es im oberen Erzgebirge, bis zu 10 Grad, wahrscheinlich aufgerundet nochmal am Oberrhein. Der morgige Freitag bringt im Südosten noch ein paar Schneeschauer. In den Niederungen zieht sonst ein kleines Regen- und Schneeregengebiet durch. Nichts Wildes, aber es tröpfelt und flockt da ein bisschen vor sich hin. Alles eine sehr nasse Angelegenheit. Zwischendurch mal ein paar wenige Wolkenlücken. Der Wind weiterhin recht unangenehm aus westlichen Richtungen, bei Höchstwerten von 0 Grad im Mühl- und Waldviertel und im Bayerischen Wald und 9 Grad an und auf der Nordsee. Und dann kommt das Wochenende.
Wer jetzt auf den Modelloutput schaut, der sieht da immer Sonne, Wolken, Wolken, Sonne. Es wird trüb bleiben. Im Norden mit ein bisschen Nieselregen, ab den Mittelgebirgen, südwärts in den Beckenlagen werden sich Nebel und Hochnebel ausbreiten. Und dann gibt es eine messerscharfe Kante, die verläuft südlich der Alpen entlang und südlich der Donau. Und da scheint dann eben in den Alpen die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Im Norden ist es dazu sehr windig. An der Grenze zum Sonnenschein, wo der Nebel ist, bleiben wir im Dauerfrostbereich, sonst sind es 0 bis 7 auf der See. Bis zu 8 Grad und am Sonntag ein ähnliches Bild. Es besteht eine Chance, dass wir nördlich der Mittelgebirge aufgrund des auffrischend starken Windes so einen Rupfeffekt haben, dass Wind abgewandt, also auf der Leeseite, mal die Wolken etwas aufreißen. In den Beckenlagen im Süden Deutschlands interessiert das keine Sau, da bleibt es weiterhin trüb. Und in den Alpen haben wir ein paar dünne, hohe Wolkenfelder. Trotzdem bleibt der Gesamteindruck schön. Die Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig und so trotten wir auch in die neue Woche hinein nach dem derzeitigen Stand der Modellberechnungen. Das wird sich aber permanent ändern. Ich habe jetzt diese Prognose genommen, weil sie gerade so in den Modellen drin ist. Aber da werden wir die nächsten Tage noch viel korrigieren müssen. Im Süden ruhig, im Norden windig mit etwas Regen. Am Dienstag im Süden ruhig, im Norden windig mit etwas Regen. Am Mittwoch würde dann mit stark bis stürmisch auffrischendem Wind der Regen weiter nach Süden ziehen. Im Süden wird der Hochnebel verschwinden und dann brettern Regen, Schnee und Graupel schaut halt auch Gewitter durch. Es bleibt dazu nasskalt und sehr windig. Und am Freitag gäbe es, so wie wir es eben gesehen haben, kurz mal eine Milderung. Der Schnee würde in Regen übergehen und danach käme der Wintereinbruch zum Weihnachtswochenende wieder zurück. Schauen wir mal ganz. Achso, das wollte ich noch sagen. Das ist der 18er Lauf und das war der 12er Lauf davor. Ähnliche Temperaturen, aber mit Graupelgewittern, mit Schneegewittern, mit Regen, Schnee und Graupelschauern. Sehr viel Bimbamborium. Aber es ist ja noch über eine Woche hin. Jetzt kommen wir zum Modell Output. Das sieht ja auch genial aus. Das sieht man nicht allzu oft. Da sieht man sogar die Gewitter auf der See als Schnee. Dann hier die Niederschlagsgrenze zwischen Regen und Schnee und auch sonst immer wieder Regen und Schnee. Da wird es noch viel Musik geben. Die Ensembles. Im Norden Deutschlands geht es rauf mit den 2 Meter Temperaturen vorübergehend auf über 10 Grad. Dann pendeln wir uns bei ein paar Grad plus ein. Der Hauptlauf ist in diesem Fall relativ weit unten. Viele Niederschläge und ausgerechnet kurz vor Weihnachten und zu Weihnachten sind die meisten Schneesignale dabei. Im Westen genauso ein paar Grad plus. Da seht ihr aber, dass auch Läufe nach unten gehen, mehr als zuletzt. Und auch ein großer Niederschlagsbatzen. Und kurz vor Weihnachten und zu Weihnachten sind die meisten Läufe dabei, die auch als Schnee niedergehen würden. In der Mitte genauso ein paar Grad plus. Viele Niederschläge und vor Weihnachten und zu Weihnachten die meisten Signale als Schnee. Nach Weihnachten und weit davor sind weniger Schneesignale dabei. Im Osten auch etwas über 0 Grad, viele Niederschlagssignale und davon kurz vor Weihnachten und zu Weihnachten viele davon als Schnee. Im Süden Deutschlands noch viel unruhiger, da geht es aber auch weiter runter mit den Temperaturen. Da ist ein Cluster winterlich dabei und ein Cluster mild. Der Hauptlauf ist zum Beispiel relativ mild, die Prognose, die wir gerade gesehen haben. Ansonsten viele Niederschläge vor und zu Weihnachten, die meisten als Schnee. Und in Zürich genauso, ein paar Grad plus. Viele Niederschläge vor Weihnachten und zu Weihnachten, die meisten als Schnee. Und der Blick nach Klagenfurt auf die Alpen-Südseite. Auch da sind einige Niederschlagssignale dabei, die als Schnee runtergehen würden, bei Temperaturen von um und etwas über 0 Grad. Dadurch, dass wir aber oft eine Nordwestkomponente haben, greift auch oftmals der Nordföhn auf der Alpen-Südseite. Und zu guter Letzt noch ein Video von der Dagmar vom Rhein, die das reingeschickt hat. So sieht es hier momentan aus. Bevor der nächste große Schub an Niederschlägen kommt, den wir eben gesehen haben, kann das Wasser erst einmal abfließen. Bis später.